Ich freue mich, Sie im Namen von Alzheimer Austria bei der 22. Alzheimer Europe Konferenz in Wien begrüßen zu dürfen. Und eine ganz besondere Freude und Ehre ist es uns, den Herrn Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Herrn Rudolf Hundsdorfer, hier willkommen zu heißen. Es freut uns sehr, dass Sie, Herr Minister, durch Ihre Anwesenheit, Ihr Interesse und Ihre Unterstützung auch für dieses wichtige Thema bekunden. Einen speziellen Gast möchte ich auch noch begrüßen, Herrn Dr. Jacob Roy aus Indien, den Präsidenten von Alzheimer Disease International. Alzheimer Austria ist bereits seit 1994 Mitglied von Alzheimer Europe. Und wir haben stets von einer guten Zusammenarbeit und auch von dem Erfahrungsaustausch und guten Beispielen anderer Länder profitiert. So ist es uns eben eine große Freude, dass die diesjährige Konferenz erstmals hier in Wien oder außerhalb von Wien stattfindet. Das Motto dieser Konferenz ist ein sehr dynamisches: Changing Perceptions, Practice and Policy. Wir wollen etwas verändern. Es hat sich in der Vergangenheit schon sehr viel verändert, seit meine Mutter in den 80er Jahren an Alzheimer-Krankheit eben erkrankt war, hat es enorme Fortschritte gegeben, sowohl in der Medizin, in der Diagnostik, als auch eben in der Behandlung, im Umgang mit dementen Menschen. Wir wollen Denkanstöße geben und Veränderungen bewirken, wie zum Beispiel in der Politik. Hier streben wir die Entwicklung und die Verwirklichung nationaler Demenzpläne, nationaler Strategien an. Solche Pläne gibt es schon in vielen europäischen Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich, Schottland, Großbritannien, den skandinavischen Ländern, Niederlanden, um nur einige beispielhaft zu nennen. Und einen solchen Plan wünschen wir uns natürlich auch für Österreich. Weiter sind wir sehr daran interessiert, dass die Ausbildung und das Training der auf dem Gebiet der Demenz tätigen Berufsgruppen, Ärzte, Therapeuten, Pflege und Betreuungspersonen auch den heutigen Anforderungen angepasst werden. Aus- und Fortbildungsangebote für betreuende und pflegende Angehörige sollen für alle zugänglich und finanziell leistbar sein. Gerade in diesen schwierigen Zeiten, finanziellen Zeiten, ist es, glaube ich, ein großes Anliegen, weiterhin diese Angebote aufrechtzuerhalten und Unterstützungen von öffentlicher Hand zu erhalten. Ohne den Beitrag der Familien ist das Betreuungssystem nicht aufrechtzuerhalten. Auch bei den derzeitigen Betreuungsangeboten der unterschiedlichen sozialen Dienste sollten innovative Konzepte Anwendung finden und die Menschen mit Demenz und ihre Bedürfnisse stets im Mittelpunkt stehen. Außerdem wollen wir auch die Auffassung und das Bild, das wir von Alzheimer bzw. von Demenz und vor allem von den von Demenz betroffenen Menschen haben, überdenken und verändern. Demenzerkrankungen werden heute schon häufig in früheren Stadien diagnostiziert und somit rücken diese Menschen in den Anfangsstadien der Erkrankung auch mehr in den Mittelpunkt. Die Betroffenen entsprechen dann nicht mehr so sehr dem herkömmlichen Bild der hilflosen, alten und kranken Menschen, die in erster Linie Versorgung und Pflege brauchen, sondern sind eben über lange Zeit in der Lage, selbst Entscheidungen zu treffen, ihre Bedürfnisse mitzuteilen und ein weitgehend selbstbestimmtes Leben zu führen. In diesem Stadium geht es eben nicht so sehr um Betreuung und Pflege, sondern darum, Fähigkeiten zu erhalten, die Teilnahme am sozialen Leben zu fördern und den Wunsch nach Selbstbestimmung anzuerkennen und zur Unterstützung. Die Auffassung von Demenz und von Menschen mit einer Demenzerkrankung, die in der Allgemeinheit vorherrscht, ist auch durch uns zu verändern. Ich glaube, das ist eine Aufgabe und ein Ziel sowohl von Alzheimer Europe als auch von den nationalen Alzheimer-Organisationen. Und dafür setzen wir in Österreich uns auch ein. Die Alzheimer-Krankheit selbst ist ja ganz stark von Veränderungen geprägt. Leider in einem überwiegend negativen Sinn. In erster Linie natürlich für die Betroffenen selbst, aber auch für die Angehörigen und Familien, für das ganze Umfeld, in dem sie leben, im weiteren Sinn für die Gemeinden und für die Gesellschaft an sich. Diese Veränderungen werden natürlich individuell unterschiedlich erlebt und wir alle müssen uns damit auseinandersetzen und sie als Teil der Krankheit verstehen und akzeptieren. Wir sind sehr froh und stolz darauf, dass die Betroffenen
sich mittlerweile auch begonnen haben, sich selbst zu organisieren und uns ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse mitteilen und ihre Anliegen selbst vertreten. Das beste Beispiel dafür sind die Mitglieder der European Working Group of Dementia, of People with Dementia, die zu unserer großen Freude auch zahlreich heute hier vertreten sind. Und in einigen europäischen Ländern sind sie bereits in Fragen der sie betreffenden Gesundheits- und Sozialpolitik mit eingebunden. Das sollte auch für uns ein Beispiel sein. In Österreich gibt es noch relativ wenig Betroffene, die in den Gruppen mitarbeiten. Wie auch der anlässlich des Welt-Alzheimer-Tages veröffentlichte World Alzheimer Report 2012 aufzeigt, sind aufgrund der demokratischen Entwicklung immer größere Teile der Bevölkerung von der Alzheimer-Krankheit betroffen. Das bringt nicht nur großes Leid für immer mehr Betroffene und ihre Familien, sondern auch enorme Kosten für die Gesundheits- und Sozialsysteme. Und diese Entwicklung vor allem muss zum Umdenken und zu neuen Konzepten in Diagnostik, Behandlung und Betreuung führen. Für diese Anliegen treten wir ein, hier in Österreich, in Alzheimer-Europa, ich glaube alle nationalen Alzheimer-Gesellschaften. Und ich bin sicher, dass diese Konferenz auch wieder dazu beiträgt, dass wir Neues lernen. Es gibt wahnsinnig viele Angebote, viele Workshops, viele Parallelsessions, dass wir Erfahrungen austauschen und gemeinsam unserem Ziel einen großen Schritt näher kommen. Jetzt wünsche ich Ihnen allen eine schöne und erfolgreiche und inhaltsreiche Konferenz. Nehmen Sie an möglichst vielen Sessions teil, hören Sie sich viele Vorträge an und ich gebe jetzt das Wort weiter an Heike von Lützau-Holbein, die Präsidentin von Alzheimer Europa, die Sie auch hier begrüßen möchte. Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to me to open this 22nd conference on behalf of Alzheimer Europe. We have close to a little bit more than 500 participants out of 42 countries. So it's a real international conference, and it's not only Europe what we gather here. And I think in these times of crisis and talking about how we belong together and how we should react to all these, it's a good sign what we demonstrate here in this hall. It's one of the most successful conferences over the past years that we have, and I think it's a good success for Alzheimer Europe because it's obviously Vienna that attracted so many people, but also it's the forward-looking motto which we had, and it's the interesting choice of abstracts that we have that must play the role that you all came here. We have over 140 speakers, and I think they will tell us about their latest research and the projects that we would learn a lot, as Antonia just told us already. Our motto, changing perception, practice and policy, it's really what we have to achieve and what we have to think about. And it's so important because it really changes the lives and experience of people with dementia and their carers. Over 15 people will be participating, people with dementia, some as keynote speakers to share their views, others in parallel sessions, also as speakers there and chair, and many as participants. And so I give a special welcome to this group of people, and I think it's important that we share their views and that they are present here at this conference. Changing practice is another focus of the conference, and we want to share good and best practice to improve the clinical practice in the areas such as early diagnosis, management of dementia, but also the practice with regard to our care approaches, where we have to learn a lot from self-support to in home care to end-of-life care. And I think care in hospitals
and palliative care together with dementia, that's really a challenging subject. Finally, one of the exciting areas where clear improvements have happened, and not in a small part because of the lobbying and campaigning of Alzheimer Europe and all the national member organizations, is the area of changing policy. When Alzheimer Europe started its campaign in 2006 with the Paris Declaration, only few countries had a dementia plan and had dementia as a public health priority, which has changed a lot. Today we have dementia plans in various countries in Europe, and I think more and more countries are currently developing plans, because it's really important that we do not see dementia as in a very small part, but it's really an overview of all the things that must be considered there. And we will hear about all these relevant initiatives in our conference as well. And on the European level, it's very important to say that the European Parliament, with a group of the alliance which we formed in the Parliament and which is running on behalf with the help of Alzheimer Europe, where more than 60 members of the European Parliament are members and supporting our subject, it's really a great achievement that we could make the European, or not really make, but influence the European Commission to adopt the European Alzheimer Initiative. And at this conference, we will hear details about the joint programming initiative with the subject and the focus on dementia, and also the ALCOV project, which will be explained during this conference. And another signal that the Commission really recognizes dementia as a priority is the fact that the Commission itself is supporting this conference. And I think that's really great that they do that, and I thank them, and I also thank all our sponsors that have supported this conference. I wish you and us all a very successful and interesting conference. Mr. Minister, would you please? Thank you very much. Schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Very well welcome here in Vienna, but I hope you don't misunderstand, I speak in German, not in English. You know, politician speech. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen und für die Gäste aus dem Ausland, die vielleicht unsere innerstaatlichen Strukturen nicht so gut kennen, seien Sie nicht verwundert, warum der Sozialminister hier ist und nicht der Gesundheitsminister. Aber das Thema, um das es geht, ist in Österreich mir zugeordnet, dem Sozialressort. Die Frage der Diagnose, das gehört der Gesundheit. Aber die Diagnose ist ja nicht das Thema, sondern das, was durch die Diagnose ausgelöst wird, das, was durch die Diagnose quasi sich ergibt für die Menschen, für die Umwelt dieser Menschen, für die Familien dieser Menschen, das gehört in Österreich zu meinem Ressort. Und darum bin ich hier und nicht der Gesundheitsminister. Und wir sind in Österreich zwar auf der einen Seite in einer sehr guten Lage, denn das sei jetzt nicht missverstanden, wir sind in einer Position Weltmeister, was das Pflegegeld betrifft, denn wir haben in Österreich ein 7-stufiges Pflegegeldsystem, und dieses 7-stufige Pflegegeldsystem führt dazu, dass 5,2% der österreichischen Bevölkerung vom Staat Pflegegeld bekommen. Ganz egal, wer sie sind, ganz egal, was sie haben, ganz egal, ob sie viel Geld besitzen, gar kein Geld besitzen, die Diagnose steht im Vordergrund. Und nicht, wer bist du, sondern die Diagnose. Und durch dieses System ist es auch natürlich klar, in Österreich zu helfen, einerseits in einem sehr frühzeitigen Stadium,
auch zu helfen, dadurch, dass das Thema Demenz ein ganz spezieller Zuschlag zu diesem Pflegegeld ermöglicht. Das heißt, wir haben auch im System noch ein Zuschlagssystem, wenn es um Demenz geht. Und es ist auch klar, dass 80% der Betroffenen werden zu Hause betreut. Was immer das zu Hause bedeutet, aber sie werden zu Hause betreut. Und wir bemühen uns natürlich auch, für die pflegenden Angehörigen etwas zu tun, weil ohne diese pflegenden Angehörigen ja das alles nicht möglich wäre. Pflegende Angehörige haben die Möglichkeit, dass sie vom Staat pensionsversichert werden, krankenversichert werden, wenn sie es noch brauchen. Wenn sie noch in einem Erwerbsalter sind, dann können sie von uns pensionsversichert und krankenversichert werden. Nur damit Sie wissen ungefähr, was das dem Staat derzeit kostet. Wir zahlen hier zusätzlich 36 Millionen Euro pro Jahr, nur damit wir pflegende Angehörigen pensions- und krankenversichern. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass pflegende Angehörige auch die Möglichkeit haben, von Staat subventioniert Ersatzpflege zu beanspruchen, wann sie einmal eine Pause brauchen. Jetzt weiß ich, dass die 14 Tage pro Jahr, die das möglich ist, natürlich in der Fachwelt nur als erster Schritt betrachtet werden. Kaum bin ich hierher gekommen, darüber bereits einen Dialog führen dürfen. Aber es ist zumindest ein erster Schritt. Ich glaube, darüber können wir uns verständigen, dass wir auch den Menschen, die pflegende Angehörige sind, die Möglichkeit geben zu sagen, bitte 14 Tage kannst du dir von uns mitbezahlt eine Ersatzpflege organisieren, eine sogenannte Urlauberpflege. Was wir auch uns bemühen ist, und hier weiß ich, in Österreich fehlt dieser sogenannte große Demenzplan. Es gibt regionale, sehr unterschiedliche Initiativen. Wir haben auch in einigen Regionen sogenannte Tagesstätten, wo man quasi untertags die Person betreut wird, gepflegt wird, wo man sich natürlich nicht nur jetzt medizinisch bemüht um diese Person, sondern auch sozialtherapeutisch sich bemüht um die betroffene Person. Und was wir auch noch tun in Österreich ist, pflegende Angehörige dahingehend zu unterstützen, dass wir ein relativ dichtes Netz anbieten an Beratung zu Hause. Wir haben so in Permanenz 130 Pflegepersonen österreichweit im Einsatz, diplomierte Pflegepersonen, deren Aufgabe es ist, Hausbesuche zu machen und pflegende Angehörige zu beraten, zu unterstützen, zu betreuen. Und gleichzeitig auch dafür zu sorgen, dass es eine gewisse Qualitätssicherung gibt bei der häuslichen Betreuung. Weil mit unserem Pflegegeldsystem ist es auch verbunden, dass wir hinschauen wollen, wie wird das qualitätsmäßig gemacht, wird die Qualität eingehalten. Damit Sie auch für die ausländischen Gäste wissen, was Pflegegeld in Österreich an Geld bedeutet. Wir wenden derzeit für 440.000 Menschen, die Pflegegeld bekommen, 2,4 Milliarden Euro pro Jahr auf. Das sind 2,4 Milliarden Euro gut ausgegebenes Geld, aber bedeutet natürlich auch umgekehrt, dass man auch, wie uns bemühen, auf die Qualität zu schauen. Und natürlich darüber hinaus bemühen wir uns, und das ist sicher nur ein Tropfen auf den heißen Stein, dass wir auch mobile Demenzteams noch zusätzlich unterstützen. Hier sind wir derzeit dabei, oder hier finanzieren wir mit in der Steiermark und im Burgenland. Das ist sicher noch ausbaufähig. Wenn man jetzt Wien einmal absieht, weil Wien wahrscheinlich am besten versorgt ist und das beste Angebot hat, aber wenn man von der Bundeshauptstadt wegsieht, haben wir hier noch in einigen Bundesländern noch einen gewissen Bedarf, den wir nachvollziehen müssen. Und demzufolge wissend, dass auf uns natürlich ein Anstieg zukommen wird. Wir haben alleine in Österreich eine Schätzung, dass jetzt nicht nur was die Demenz betrifft, sondern was auch betrifft sämtliche Langzeiterkrankungen,
und der sich daraus ergebende Pflegebedarf, haben wir in Österreich auch eine Schätzung, dass wir noch um 25% mehr stationäre Einrichtungen brauchen, dass wir um 25% mehr mobile Dienste brauchen. Diese nationale Schätzung ist eine relativ seriöse, denn sie ist mit allen österreichischen Regionen gemacht worden, auch mit der Welt der Medizin gemacht worden. Und demzufolge, glaube ich, sind wir hier einerseits von den Zahlen sehr abgesichert, andererseits sehr herausgefordert, dass das auch geschieht. Und das wird eine der Hauptaufgaben sein, die wir in den nächsten 10 Jahren zu erledigen haben. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, wir bemühen uns auf verschiedensten Ebenen, das hohe Niveau, welches wir in Österreich haben, in der Betreuung älterer Menschen und dadurch auch in der Betreuung Demenzkranker und natürlich dadurch auch sich ergebend in der Betreuung Personen, die von Alzheimer betroffen sind, dieses hohe Angebot nicht zurückzufahren, dieses hohe Angebot weiter auszubauen, auch wissend in einer Zeit, in der wir leben, wo vieles über Sparen geredet wird, vieles darüber geredet wird, müssen gewisse soziale Standards so sein, wie sie sind. Meine Antwort ist eine ganz einfache, ja, sie müssen so sein, sie müssen sogar noch besser werden. Und wir haben zumindest in diesem Teil Europas die Kraft, die Energie und auch das Geld, dass das möglich ist. Und demzufolge wünsche ich Ihrer Fachtagung alles, alles Gute und seien Sie versichert, vor allem diejenigen, die welchen Teil der Welt Sie immer kommen mögen, wenn Sie in 5 Jahren wieder herkommen, werden wir uns bemüht haben, das, was Ihnen heute noch fehlt, ausgebaut zu haben. Einerseits diesen Demenzplan entsprechend weiterzuentwickeln, weil Teile sind ja da, es ist ja nicht so, dass nichts da ist. Es ist nur, das Gesamtwerk ist nicht fertig. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir uns wirklich sehr, sehr bemühen, den Teil der Gesellschaft, der das braucht, auch entsprechend die Hand zu reichen und zu sagen, bitte, das ist die Antwort. Und tun Sie es nicht missverstehen, aber gerade das 7-stufige Pflegegeldsystem ist wirklich ein Exportartikel, denn ich hatte die Gelegenheit vor 2 Wochen, mit 35 Sozialministerinnen und Sozialminister dieser Welt zusammenzukommen. Und eines der Hauptthemen war, warum habt ihr so ein System des Pflegegeldes? Es ist in Österreich etabliert, seit bald 20 Jahren. Wir haben es gerne, dass die 7 Stufen natürlich sehr oft auch für die 1 Stufen manchmal Probleme bedeutet, ja, dass es da dort auch Diskussionen gibt. Auch ja, wir haben auch die Pflege mit einbezogen, jetzt bei den Höherstufungen, weil wenn gewisse Grunddiagnosen da sind, die verändern sich medizinisch nicht mehr. Da erhöht sich der Pflegebedarf. Hier haben wir jetzt die Pflegepersonen, diplomierte Pflegepersonen als Sachverständige mit einbezogen in das Begutachtungsverfahren. Auch das funktioniert sehr gut und in diesem Sinne danke ich Ihnen für die Einladung und wünsche Ihrer Tagung alles, alles Gute. Dankeschön.